Börsenminute von Julia Kistner. Während Österreich im Lockdown fristet, verlängern die Deutschen ihre Handelszeiten am Frankfurter Börsenparkett. Ab Montag kann man dann Aktien, ETFs und Fonds an der Frankfurter Börse bis 22 Uhr statt bis 20 Uhr handeln. Die offizielle Begründung: Die Europäer können so besser auf das Börsengeschehen in den USA reagieren. Denn die Wall Street macht ja nach mitteleuropäischer Zeit erst um 15.30 Uhr auf und sperrt um 22 Uhr zu. Der inoffizielle Grund für die Verlängerung: Der Wettbewerb lässt grüßen. So kann man über die günstige Plattform TradeGate, die übrigens eine Tochter der deutschen Börsen ist, ohne dies jetzt schon bis 22 Uhr am Abend handeln. Ebenso kann man strukturierte Produkte wie Zertifikate schon bis 22 Uhr traden. Anleihen kann man übrigens weiterhin nur bis 17.30 Uhr kaufen. Und auch der elektronische Xetra-Handel wird nicht verlängert. Ja, und dann gibt es ohne dies noch den außerbörslichen Handel, der jetzt schon teilweise bis 23 Uhr läuft. Doch es ist ein Irrglaube zu glauben, dass man an Handelsplattformen abseits der Börse außerhalb der regulären Börsenzeiten günstig handelt. Denn diese außerbörslichen Plattformen müssen sich ja auch irgendwo eindecken und bei knappem Angebot werden die Aufschläge höher. Insofern kommt auch dem außerbörslichen Handel längere Handelszeiten der Referenzbörsen zugute. Na dann, ein entspannendes, handelsfreies Wochenende wünscht Julia Kistner. Alles Gesagte ist nur die persönliche Meinung von Julia Kistner und daher keine Anlageempfehlung und keine Rechts- und Steuerberatung. Für Verluste, die aufgrund von getroffenen Aussagen entstehen, übernimmt die Autorin Julia Kistner keine Haftung.